Im Regierungspräsidium ist am Freitag die Blutspendeaktion der HNA und des Deutschen Roten Kreuzes zu Ende gegangen. Die Veranstalter sprechen von einem vollen Erfolg, haben noch mehr Menschen ihr Blut gespendet als vor einem Jahr und damit weit über 4.300 Personen. Dazu zählen auch über 600 R-Spender. Ein kleiner Pieks genügt, damit sich in etwa 10 Minuten ein halber Liter Blut im Beutel sammelt. Blut, das Menschenleben retten kann. Während es an den ersten drei Tagen als kleines Dankeschön Gutscheine für die Therme gab, verteilten Mitarbeiter am Freitag Kinofreikarten. Das DRK ist jedenfalls erleichtert. Dank der Aktion sind die Notreserven erst einmal wieder aufgefüllt.